Ja, Leute, was geht ab? Und willkommen. Falls Sie ein bisschen müde aussehen, oh, und das Haare vielleicht ein bisschen fettig, bisschen gegelt. Fettig oder Fettgel drauf, Digga? Leute, ASMR, ASMR, ASMR. Ich hab so viel Gel drin, als ich gerade eben meinen Zopf abgemacht habe, war das immer noch so in der Position. Ja. Ohne Haargummi. Ich hab gesagt, wir machen jetzt noch eine Reaction. Und zwar reagieren wir auf Onojan. Vulkan, der mit Nutella und so. Man war die ein Weib, es geht um zwei. Guck, wie sie scheint. Ja. Und die Fake-Entzugsklinik. Ihr habt es ja schon gesehen auf TikTok. Aber gehen wir erstmal rein. Let's go. Leck meine Füße, wenn du nicht kannst, leck mein Schwanz. Meine sehr geehrten Damen, Herren und Harun, mein Name ist Onojan und ich begrüße dich herzlichst auf diesem wunderbaren Kanal an einem entspannten Sonntag. Tatsächlich kamen die letzten Videos alle an einem Sonntag. Fühle ich einfach aktuell gerade mehr. Rest in peace, Dosi. Doch worum geht's heute? Die letzten Tage habe ich erstaunlich sehr viele Nachrichten über ein spezielles Thema bekommen. Und dieses Thema muss ich heute mal in diesem Video erwähnen, weil es betrifft mich irgendwie, weil ich habe mit diesem Menschen, um den es heute geht, so ein gewisses und ein sehr spezielles Kapitel in meinem Leben. Weil, Digga, weil meine YouTube-Laufbahn so, er hat sehr viel damit zu tun. Sehr viel. Und dieses Thema ist schon sehr hart. Und um wen es heute geht, das seht ihr jetzt. Der hat doch damals sehr oft auf hier auf Vulkan reagiert und so, weißt du, oder Videos auf ihn gemacht. Er hatte das Format TikTok Capes und ich sag dir ehrlich, wenn ich Vulkan in TikTok Capes wäre, ja, wenn ich er darin war oder im Thumbnail, wer sonst? Los geht's. Here we go! BVS Vulkan war 2020 eine sehr große Nummer auf TikTok. Und viele, die mich seit 2020 kennen oder die Videos sich irgendwann mal angeguckt haben, wissen ganz genau, was damals abging. Im knallroten Dessous würde ich dir fest an die Hüfte packen. Dann schmeiß ich mich dazu. Du hast sie umgebracht. Bist du in einer Beziehung oder bist du bei SmackDown? Die Videos haben heutzutage mehrere Hunderttausende von Klicks, sodass Vulkan und ich immer in Verbindung gebracht werden. Aber was da jetzt wirklich Sache ist und wieso es wirklich sehr traurig ist, seht ihr jetzt. Okay, warte, einen habe ich noch. Fact: Jedes Mädchen hatte 2020 Crush auf mich. Ihr Body, mein Bein. Ja, Crush weiß ich jetzt nicht, weil 2020, da hatte jeder wegen Corona so ein bisschen Geschmacksstörungen. Deshalb kann sein, 2020 war dein Jahr. Der musste kurz noch mal verarbeitet werden, aber der war gut. Was ich sagen wollte, Vulkan ist für den einen oder anderen vielleicht so eine Lachnummer, aber er hat sein Image, also das, was er erreichen wollte, er wollte einfach nur Fame werden und er wusste, ey, ich mache mich gerade zum Affen, Leute finden mich cringe, Leute wollen mich, keine Ahnung, schlagen oder sowas, gell? Sowas finde ich eh nicht gut, aber er hat sein Ziel erreicht, weil er wollte immer nur Fame werden, das hat er erreicht. Jeder weiß, sein Image ist natürlich Nutella, scheiße. Nutella, Vulkan. Oder dieses mein Body, mein Vibe, weißt du, jeder kennt diesen Song. Ob du willst oder nicht, er ist einfach da. Aber damals hatten Leute gesagt, ich weiß nicht, ob er Management gehabt hat oder nicht, aber die Leute meinten so, ja, sein Management ist richtig schlau oder er ist richtig raffiniert, er weiß, wie er schnell Reichweite aufbaut und so. Und ich dachte damals immer, kann man das konstant halten? Ja. Und jetzt, du hast jahrelang nichts mehr von ihm gehört, da dachte ich mir so, was bringt es dir wirklich, was bringt es dir? Das hat sie für dich, für dein Leben, für deine Karriere und auch fürs Finanzielle, wenn du ein Jahr einfach dich mit Nutella beschmierst und vielleicht da eine kleine Hype-Phase hast und dann hört man wieder jahrelang nichts. Und jetzt muss er wieder irgendwas wahrscheinlich faken, damit der Volkes Munde kommt. Natürlich. Einfach, dass er wieder Gesprächsthema wird, ja klar. Auf stolz sein sollte, weiß ich nicht. BVS Vulkanstraße. Der hat aber schon Chayas am Start gehabt, muss man ihm lassen, Alter. Der sah damals auch sehr fresh aus, das muss man ihm gönnen. Der Bre war maximaler Playboy. Ich wünschte, ich hätte damals sein Nutella mit meiner Zunge gelegt. Aber jetzt kommen wir zu dem ernsten Thema, wie gesagt, was viele mir zugesendet haben auf Instagram. An der Stelle, das ist mein Instagram. Ich hab's mir, um ehrlich zu sein. Und das ist unser Instagram. Jetzt wieder diese Musik. Richtig angeguckt, nur so ein bisschen durchgeskippt. Ey, Digga, wallah. Ich check's nicht. Ich check es nicht. Und ihr werdet jetzt sehen, worum es überhaupt geht. 2021, ich habe meinen Konsum im Griff. Ja, um was für einen Konsum es geht, wissen wir anscheinend schon alle. Nein. Was hat er denn? Was nimmt er überhaupt? Ich weiß nicht, was er nimmt, aber er meint Drogenkonsum. Ja, aber. Ich will es ein bisschen genauer. Dirty, vielleicht. Ich weiß es nicht. Wie heißen die? Zum Beispiel die Kristalle. Heißen die Crystal Meth? Oder gibt es doch was anderes? Ja, ich glaube, also Crystal Meth ist, glaube ich, eine davon. Aber das Ding ist, wenn es um Drogen geht, bin ich so gar nicht. Also ich bin so wirklich. Ich weiß so. Ich weiß nur, kiffen kann man, also raucht man. Oder kann man es auch ziehen, Dinge? Kann man was nicht ziehen, aber kann man das nicht spritzen?
Keine Ahnung. Also, ich hab's auch damals in der Schule, da habe ich mich mit Crystal Meth auseinandergesetzt, war ganz interessant und so, und die Folgen auch sehr heftig. Deswegen, Leute, Finger weg von Drogen. Wusste nie so, was jetzt, also was jetzt kiffen, was kann man denn kiffen? Oder also was jetzt, das, ey Leute, ich falsch verstehen. Wir lachen jetzt nicht, weil das ein ernstes Thema, also Drogen ja, natürlich, sowas, natürlich. Ne? Sondern eher, es weil... Es ist einfach nur ein bisschen... So, wir kennen es, eigentlich weiß jeder. So, ja, ja, weißt du, so ein bisschen weiß Basis, jeder. Ja, so ein Basic-Wissen. Ich weiß eigentlich gar nichts, nichts. Das wissen wir anscheinend schon alle. Spirits in my head and they won't go. Hashtag Entzug. Oder hat einfach einen Hashtag draus gemacht. Der nackt vor Spiegel steht. Damals war einfach Nutella auf seinem Bauch. Und jetzt, ja, ich glaube, in der Entzugsklinik gibt's kein Nutella. Guck mal, er zeigt doch am Ende sein Zimmer. Es kann losgehen mit dem Entzug. Unser Bruder, hey, Walla, bless you. Ich spüre, es ist traurig. Walla, es ist traurig. Wir waren damals beide auf so einem selben Level, was das angeht. So, wir haben beide frisch angefangen. Ich sitze hier und rede einfach darüber, dass du gerade im Entzug sitzt, Bruder. Und so, check dir, was ich meine. Lass die Finger von den verdammten Drogen, Alter. Lass die verdammten Finger davon. Hier, das beste Beispiel. Einfach sein Zimmer, Bruder. Da hängen einfach Winterjacken im Sommer. Das zeigt schon, dass die Lage sehr ernst ist. Entzug wovon? Drück dir die Daumen, viel Kraft. Tag 2. Ja, wir hätten eine Sekunde weiter gucken können, dann erklärt davon, was er einen Entzug hat. Ja. Das Ding ist, ich habe letztens, also der war öfter mal auf meiner For You-Page und dann hat er halt so gezittert in seinem Livestream und dann gehe ich rein, weil ich will erstens gucken, wie viele Leute schauen sich das gerade an und wie viele Leute lassen sich gerade da wirklich verarschen. Weil, die haben ja auch alle gespendet und so. Ja, ja, und dann Leute spenden und er macht so, ja, Mann, danke, inshallah werde ich wieder gesund. Denke ich mir so, er, also das für mich zumindest, wirkt es so, als sei es sehr gespielt. Entzugsklinik. Unser Bruder sieht sehr mitgenommen aus. Entzug wovon? Drück dir die Daumen, viel Kraft. Als allererstes Dankeschön. Ich habe zurzeit einen Entzug von Teledin, Xanax, Gras und Codein. Teledin, Xanax, Gras, Codein. Boah, komm, das ist 21 Jahre alt, mein Bruder. 21 Jahre alt. 21 verdammte Jahre alt, Bruder. Wir haben 2 Jahre Altersunterschied. Du nimmst 4 Drogen auf einmal. Oder du hast 4 Drogen auf einmal. Wenn das mit der Entzugsklinik stimmt, darauf kommen wir gleich zu sprechen, dann tut es mir maximal leid. Und das sollte euch da draußen nochmal warnen. Lasst die verdammten Finger davon. Wisst ihr, warum mich das aufregt? Bei Rapper, und die muss ich jetzt mal sagen so, ich habe nichts gegen ihn, gegen seine Musik. Aber Rapper wie Tilo. Wie viele Videos gibt es mittlerweile, wie er besoffen auf der Bühne da rumsteht? Wie er voll auf irgendwelchen Stoff auf der Bühne da steht und am Performen ist? Der Typ ist 1 HP, Bruder. Er ist 1 HP. Maximal 1 HP. Sturmschaden. Das ist Tilo aktuell. Und Volkan ist gerade bei 0 HP. Wir haben seine Karte gerade. Wir können ihn noch reviven. Und das ist das, was mir einfach wehtut, ja, Bruder. Aber auch allgemein, Rapper, die reden ja Drogen immer ganz gechillt und ganz locker. In deren Videos sieht man Päckchen mit Gras oder so, oder die sagen, gib mir Teledin, ja, ich könnte was gebrauchen und so, das ist ganz normal in der Rap-Szene, das wird immer wieder erwähnt und man muss halt bedenken, das hören halt junge Kinder, weil es natürlich lässt sich dann davon beeinflussen. Ja. Sitzt dort in der verdammten Entzugsklinik wegen vier Drogen. Ja, nee, dass das verboten ist, wissen wir alle, aber, Digga, was ist Xanax überhaupt? Angstlösend, beruhigend und dämpfend. Ja, Bruder. Ja, wenn das im Internet steht, nehmen die Leute das und guck mal, was dann passiert, Bruder. Maximal traurig einfach, ja? Das ist jetzt mein 2. Tag, ich bin sehr stark am Zittern, das merkt man bestimmt wegen meinem Handy. Ich verstehe aber auch nicht, warum er sein Handy dabei hat. Ich bin gerade sprachlos. Ja. Er sagt, das ist Tag 2 von so vielen Drogen und er redet ganz normal. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nein, das stimmt natürlich doch nicht. Das Ding ist, Volkan hat schon so oft in seiner Laufbahn gelogen, gell, dass selbst wenn er jetzt die Wahrheit sagen würde, würde es ihm keiner glauben. Also zumindest ich nicht, weißt du? Das ist, wenn du die ganze Zeit lügst, jetzt hoffst du, dass Leute dir jetzt jeden Scheiß abkaufen, Digga. Aber das wollte ich auch noch sagen vorhin. Wir waren mit unseren Freundinnen. Wir waren unterwegs, hieß das. Und danach hatten wir so darüber geredet. Wir sind immer irgendwie auf das Thema gekommen. Und da hatte ich so gesagt, ich habe das direkt nicht abgekauft. Und ich war nur so eine Minute im Live, habe mir so angeschaut, was er da macht. Und dann sagen aber die anderen, deswegen, es war so interessant zu sehen, wie andere das wahrnehmen, die haben es geglaubt. Und ich dann so, ist es gerade dein Ernst? Du kaufst es ab? Ja, das sah so aus und das Zimmer. Und ich dachte dann direkt, das stimmt. Ich so, wie? Wie kann man das glauben? Wie viel glauben? Geld hast du gespendet? So. Ja. Aber wirklich, Leute, ihr dürft euch nicht so leicht beeinflussen lassen, weil diese... Ich sag jetzt mal, diese Leute sind sehr raffiniert, wenn es darum geht, weißt du? Ja, die haben auch keine Scham. Ich habe das Gefühl, früher, die Leute hatten so ein bisschen mehr Scham. So, ey, ich lüge gerade, 7000 Leute sind gerade in meinem Leib. Ja, ja. Ich bin hier gar nicht in einer Entzugsklinik, weißt du? Die schämen sich auch gar nicht, sondern die, alles für Fame, alles. Aber, da muss man sich aber auch so ein bisschen selbst an die Nase packen, weil du musst selbst hinterfragen. Man kann nicht alles direkt im Internet glauben. Vor allem nicht von einer Person, deren... Reichweite aufgebaut wurde auf so dumme Sachen. Ja, oder Lügen auch, ja. War sein Handy in der Klinik dabei zu haben? Ich hätte niemals gedacht, dass es so stark ist und dass ich so ein Verlangen danach hätte. Ja, Bruder, guck mal, dass du am Gras rauchen warst. Das weiß jeder, der dich einfach nur so 2 Minuten kennt. Aber, Digga,
der pumpt sich voll mit Drogen. Ich check es nicht, es geht nicht in meinen Kopf rein. Warum man sich einfach voll mit Drogen stopft. So, was hast du davon gehabt? Was hast du davon gehabt? Was habt ihr da draußen, wenn ihr Drogen konsumiert? Was habt ihr davon? Lasst es doch einfach sein, Alter. Nur weil der eine nicht abkackt, direkt, so ihr Walker abgekackt ist, heißt es, dass es... Ich f*** euer Tilidin. Ich f*** auch jeden den Rapper, der dort sitzt und das weiterhin bewirbt, als wäre es das Geilste. Und es gibt genug davon noch draußen. Tag 3, Entzugsklinik. Der dritte Tag in der Entzugsklinik. Er hat sogar sein T-Shirt verloren. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe die ganze Nacht geschwitzt. Musste in der Nacht zweimal brechen. Ich merke, dass der dritte Tag schlimmer als der zweite ist. Ich habe überall Schmerzen am Körper. Oder guck mal, VVS Walkan 2020, maximaler TikToker. Das klingt ein bisschen so, als ob er es gegoogelt hat. Ja, ja. Entzugserscheinungen oder halt... Tag 3. Genau, ja, genau. Und dass man dann halt so mal kotzt und schwitzt, bla bla, ja, denke ja. ich mir... Das ich kann das machen. Ja, aber und guck mal, noch einmal. Tag 3 von so vielen Drogen. Ja. Das ist nicht, dass er raucht. Rauchen ist auch schlimm. Ja. So, und dann, wenn du davon abhängig bist und du hörst dann 3 Tage auf, dann dir geht's nicht gut, du bist gereizt und so. Und ja. du hast keinen Bock auf alles, bla bla bla. Aber das sind ja richtig schlimme Drogen. Das ist richtig hart. Würdest du mir gerade sagen, Leute, die mit Zigaretten rauchen aufhören, die sind ja schon so gereizt und er hat so, so schwere Drogen und er macht so, ja, Tag 3, ich habe auf jeden Fall geschwitzt und so. Denke ich mir so, du siehst zu gut aus du dafür, siehst echt dass du so viele Drogen jetzt seit 3 Tagen nicht mehr nimmst. Safe, safe. Und dann noch dieses, ich sag ja gerade, dass ich richtig geschwitzt habe in der Nacht, deswegen muss ich jetzt mein T-Shirt ausziehen, um das nochmal so zu demonstrieren. So, ja, ich habe jetzt wirklich geschwitzt, ich bin sogar oberkörperfrei. Weißt du? Ja, Mann. Jeder weiß noch, die ganzen Videos, wie er Nutella aufs einblenden. Wie er Nutella auf seinen Bauch schmiert, wie er dort rumtanzt, wie er in einem Frauenkleid rumtanzt, wie er einfach jeden dazu gebracht hat, auch wenn es getriggert hat damals, einfach zu lachen. Er hat seine Musik gemacht, sein Babyschlied, dieses verdammte Lied, hat auf Spotify 3,5 Millionen Aha. Streams. Your body, mein Vibe. Das war so eine geile Zeit. Und jetzt zuzusehen, wie der in der Entzugsklinik ist, es tut einfach weh. Ja, Wallah, es tut maximal weh, Bruder. Sag nein zu Drogen. Ich lenke mich jetzt ein bisschen in meinem Life ab, ich brauche Ablenkung. Entzugsklinik? Dass er sein Handy hat, finde ich ja auch schon komisch. Da hinten hängt ein Gürtel. Darf man sowas in der Entzugsklinik überhaupt haben? Warum geht man live in der Entzugsklinik? Leg doch mal dein Handy beiseite und kümmere dich doch mal um deine Gesundheit. Man darf doch nicht mal ein Gürtel dort haben. Du könntest ja damit dir selbst das antun. Ja, yeah, genau, genau. Aha, aha. Und da ist auch ein Parfüm und so. Und im Parfüm ist vielleicht Alkohol. Und vielleicht kannst du mit Ach, dem Alkohol... Handy oder so ein Aschenbecher, den man in seinem Livestream voll im Hintergrund gesehen hat. Da wusste ich schon, dass niemals. Ich habe bei Leuten wirklich... Also ich war ja noch nie in einer Entzugsklinik. Aber ich glaube selbst, dass dort so Sachen wie zum Beispiel Parfüms oder so, oder diese Aftershave für Männer, wo so Alkohol drin ist. Weißt du, es brennt so, wenn du es drauf machst. Ja. Weil ich rasiere mich ja jeden Tag. Damit die Fresse ja, genau, dass wenn die Leute so auf Entzug sind, die sind so aggressiv, dass die damit sich irgendwas antun. Ja, oder das Auge oder so machen. Das kaputt machen, damit die im Glas sich irgendwie verletzen. Ja, genau. Oder so, weißt du? Ja. Weil die können ja Guck, auch. Das sind so Sachen, die können ja die auch. Ja, die können ja auch Entzugserscheinungen bekommen. Wie nennt man das, wenn man so, weißt du? Genau. Genau. Da kann man sich ja auch selbst verletzen. Guck mal, wie leer sein Blick ist. Der Junge ist 21 Jahre alt. Seine Augen sagen schon, ey, dieses Leben ist vorbei. Er ist schon vorbei. Er hat schon abgeschlossen. Jetzt mal ehrlich, an jeden, der mir ein Video von ihm geschickt hat. Euch kann ich es nicht übel nehmen. Jeder, der Walkan sieht, bringt ihn auch mit mir in Verbindung. Ich meine, wir hatten 2020 wirklich sehr krassen Hype gehabt, sozusagen. Er hat was gemacht, ich habe was gemacht und wir hatten nicht mal Kontakt damals. Aber was habt ihr erwartet? Dass ich hier jetzt sitze und sage, der ist ein Peach, der ist ein Cake, der ist ein Opfer? Das würde ich niemals sagen. Weil wenn er wirklich gerade Hilfe sucht, dann respektiere ich es sogar, dass er sich nicht weiter Drogen pumpt, bis er einfach abkackt, sondern dass er sich Hilfe sucht. Aber diese ganzen Videos geben mir auch einen sehr ekligen Beigeschmack. Und ich zeige euch, was ich meine. Er sagt, er sitzt in einer Entzugsklinik. Er versucht, von seinem Problem wegzukommen. Aber auf Google steht, Radios, Waffen und Handys sind nicht erlaubt. Wenn Handys nicht erlaubt sind. Und kann ja sein, dass das von Klinik zu Klinik anders ist. Aber einer, der da hingeht und sagt, ich habe ein Drogenproblem, die ist das, ich möchte da wegkommen. Meinst du, die lassen den 24/7 Livestream in seiner Zelle? Das finde ich gerade ein bisschen komisch. Und auch diese Ausschnitte hier. Brauchst du Hilfe? Nein, danke, Steffi. Ich muss da durch. In diesem Livestream. Ja, genau, das habe ich gesehen. Ich guck's mir so an, ich denke mir so, der zieht ja richtig durch. Ja, ja, also wirklich, der macht das halt auf Ernst, ne? Warum wir das, ich glaube, so dazu kommen wir gleich. Ich glaube, Onajan geht gleich darauf ein, deswegen da können wir ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber er macht sich ja im Prinzip auch ein bisschen lächerlich über Leute, die gerade einen Entzug machen, weil das ist offensichtlich gestellt, Leute. Das ist offensichtlich Bluff. Und guck mal, wenn er sich wirklich Hilfe suchen wollen würde oder schon sich Hilfe gesucht hätte, weißt du, dann wirklich Respekt, weil wenn Leute Drogen nehmen,
die Einsicht zu haben und zu sagen, ey, ich gehe jetzt einen Zug ein, weil der ist hart, der ist schwer, es ist viel leichter, weiterhin Drogen zu nehmen, weißt du? Ja. Das so, diesen Schritt zu gehen, größten Respekt, also wirklich. Da vollste Unterstützung, aber er macht's ja nicht. In diesem Livestream waren über 6000 Leute drin. Über 6000 Leute. Einer, der da so abkackt in der Zelle. Und der ist ja wirklich gerade in einer Entzugsklinik. Als ob keiner das mitbekommt, ja? Machen die nichts dagegen? 6000 Leute gucken dir zu. Und das Einzige, was kommt, ist... Brauchst du Hilfe? Nein, danke, Steffi. Danke, Steffi. Wie willst du ihm helfen, Digga? Mit einer Rose ändert sich das Problem nicht. Aber Volkan denkt anders. Der ist 24 Stunden live auf TikTok. Ich muss da durch, Dankeschön, Daniela, für dein Team jetzt. Seitdem er in dieser Klinik ist, hat er auf einmal sehr viel Hype bekommen. Die Leute spenden ihm unnormal viel, weil man ihm helfen will. Aber ich stelle mir da die Frage, wenn du dir selber helfen willst, leg das Handy beiseite, Mann. Was haben diese Livestreams damit zu tun? Vor allem beeft er sich ja auch noch mit anderen, während er live ist. So wie hier. Wenigstens habe ich mit 21 gecheckt, dass ich ein Drogenproblem habe. Dankeschön, Melli. Und du beefst dich gerade mit anderen in einem TikTok-Live-Match. Leute sitzen 2023 in einer Entzugsklinik, suchen Hilfe, wollen vom Drogenproblem wegkommen und statt dass man denen hilft, kommt ein TikTok-Live-Match einfach. Das ist ein bisschen komisch, mein Bester. Und auch die Kommentare sagen auch, dass das keine Entzugsklinik ist, sondern dass du in einem Obdachlosenheim bist. Das will ich jetzt mal nicht sagen. Aber wenn es rauskommen sollte, wäre das maximal eklig für dich. Und dann bringt auch dein Livestream zitternd nichts, weil dann bist du maximal im Arsch. Wenn rauskommen sollte, dass du wirklich nicht... Ja, aber wenn er wirklich jetzt in einem Obdachlosenheim ist, nicht in einer Entzugsklinik und sieht halt stark danach aus, dass er nicht in einer Klinik ist, wo auch immer er ist. Sagen wir jetzt einfach mal, er ist nicht in einer Klinik, hundertprozentig, ja? Spricht dir alles dafür. Bro, das ist genauso, wie wenn du zum Beispiel Leute im Rollstuhl nachmachst und du setzt dich in einen Rollstuhl und sagst, ey, ich bin jetzt von unten gelähmt, ich kann nicht mehr laufen und ja, ich bin jetzt hier in Therapie, damit ich wieder versuche, irgendwie ein bisschen mich unten bewegen zu können oder so. Und dann spenden Leute rein, dann wird doch jeder wird doch sagen, oh mein Gott, wie ehrenlos, du nutzt so eine Sache aus, wo Leute wirklich drunter leiden. Für Klicks, für Fame, für Geld. Und das macht er jetzt gerade nur mit Leuten, die wirklich Hilfe suchen in solchen Kliniken und spielt das nach. Ja, genau. Ich habe ja auch vorhin gesagt, hoffentlich spricht das Onajan an. Das hat er gerade gemacht. Wegen der Obdachlosenunterkunft. Ne? Ich hatte da einen TikTok gesehen von so einem Typen, der hat es perfekt erklärt und ich dachte so, boah, krass, weil ich habe schon nicht geglaubt, dass er in einer Entzugsklinik ist. Aber er hat es einfach mit Bildern bewiesen, weil Volkan war so schlau und hat die Hausregel an der Tür zum Beispiel gezeigt oder sein Zimmer gezeigt. Und hat der Typ einfach herausgefunden, welches Obdachlosenheim es ist, hat Bilder von der Website, der Obdachlosen-Website da, eingeblendet. Es waren original dieselbe Hausregel, original dasselbe Zimmer und so. Und natürlich war da auch ein Aschenbecher, weil das ist keine Entzugsklinik, es ist eine ein Obdachlosenheim oder so. Und deswegen darf er auch einen Gürtel da haben, ein Parfüm, ein Handy, weil wenn man dem TikTok glauben kann, und ich glaube dem halt einfach, weil ich Volkan nicht vertrauen kann, ist er in einer Obdachlosenheim. Und er hat auch WLAN. Ja, und er hat auch WLAN und alles, weißt du, top, so. Denke ich mir so, ich glaub, also fängt da einer Entzugsklinik, beziehungsweise einen Entzug. Ja, in der Klinik hast du auch kein WLAN. Nee, meinst, warum die solltest sagen, du auch? Netflix oder so, warum ja? Sollst du auch? Du hast doch gar kein Handy. Genau. In der Klinik bist, dann bist du im Arsch, Moro. Und ich hoffe einfach für dich, dass du wirklich Hilfe suchst. Auch wenn ein Handy in einer Klinik, Deos, womit du dir wehtun kannst, ein Aschenbecher, was auf deinem Tisch steht, womit du dir auch irgendwie Schaden fügen kannst, und auch diese ganzen Gürtel und so im Hintergrund, womit du dich auch umgehen kannst. Auch das hat ein Aschenbecher in einer Entzugsklinik. Ja, hab ich ja gesagt. Das macht doch gar keinen Sinn. Und Bro, Onajan sagt, wenn das herauskommt, dass es stimmt, also dass es stimmt, dass du lügst, ne, dann bist du komplett am Arsch. Und das stimmt gar nicht, weil heutzutage bist du nicht am Arsch, wenn du sowas machst. Deswegen machen die das ja. Warum wurden Schwangerschaften gefaked? Warum wurde das gefaked? Warum wurden Kinder, trotz dass man den Beweis, dass deren Kinder im Darknet sind, trotzdem weiterhin gezeigt? Ja, warum? Ja. Weil die Leute alles für Geld tun, alles für Fame tun, alles für ein bisschen mehr Reichweite als gestern. Und die setzen jede Standard, was die davor hatten, schieben die zur Seite, jeden Respekt zu sich selbst, jeden Respekt zu ihrer eigenen Familie oder zu ihrer eigenen Seele, gell? Stellen die kurz zur Seite, um ein bisschen Fame zu haben. Genau. Das ist unsere heutige Gesellschaft. Und vor zwei Jahren wärst du gecancelt worden dafür. Ja, wäre es ein Riesenproblem von dem Ganzen, die Leute, die das supporten. Die Leute, die es zuschauen, kommentieren, liken, teilen und so, die Leute auch groß machen. Ja. So, das habe ich schon mal auch bei den Jaws gesagt, gut, dass du es angesprochen hast. Wenn man solche Sachen supportet und die sehen, ey, wir machen richtig Kohle damit, wir haben Reichweite und so, hören sie natürlich auch nicht auf. Weil, ja. Bro, die leben davon, die haben alles, was sie sich jemals wünschen konnten. Ihr ermöglicht das Ganze. Würdet genau. Ihr aber aufhören, das zu supporten, wenn die sagen, ey, guck mal, da, wenn die's ändern. Es sieht nicht mehr, dass Schwangerschaften faken, Kinder im Netz zeigen, dass wir sowas machen und so. Also hören wir auf damit. Ja, Volkan weiß ganz genau, selbst wenn es rauskommt, wird er sagen, sorry Leute,
Ich war nicht so ganz bei mir. Ich war lange weg. Ich dachte, wie soll ich zurückkommen? Und alle werden sagen, okay, wenigstens sieht er seine Fehler ein. Ja. Fertig. Und das war's. Dann werden alles vergessen. Bis dahin. Ja, und bis dahin hat er so viel Geld gemacht, zückt ihn doch eh nicht mehr. Die Leute werden eh verzeihen. Heutzutage geht's einfach viel einfacher. Mir sehr komisch rüberkommen, will ich gerade nicht mal was behaupten. Aber ich will folgende Worte loswerden. Jeder, der mitbekommen hat, was Volkan auf TikTok jetzt macht mit seinen Entzugsklinik-Videos und seinen Livestreams und wie er da zittert und sonst was. Und jeder, der dieses Video hier gerade gesehen hat, sollte sich ein Beispiel daran nehmen. Ein Beispiel daran, dass du die Finger von Drogen lassen solltest. Was bringt dir das? Was bringt dir das? Ich weiß, dass ich sehr viele junge Zuschauer habe. Und jeder, der irgendwie auf den Gedanken kommt und sich denkt, ey, dieser Rapper, den ich liebe, sagt immer, Tilidin ist cool, ich schmeiß mir diese Pillen rein oder sonst was. Lasst es einfach. Wallah, lasst es einfach. Fickt euer Leben nicht zu früh. Lasst es einfach. Wallah, lasst die Finger von Drogen, egal was es ist. Ihr könnt mit allem Möglichen, auch von Zigaretten könnt ihr euer Leben zerstören. Ich rauche auch ab und zu. Es ist nicht richtig, sage ich euch hier in die Kamera. Ich versuche selber aufzuhören. Auch was Alkohol angeht. Alles nicht richtig. Lasst es einfach, lasst die Finger davon. Wenn ihr nicht angefangen habt, noch besser. Aber guckt euch mal an, wie Volkan... Leider sind wir heute in so einer Gesellschaft, wo wir schnell von so viel random Sachen, also so Stuff und sowas, abhängig werden. Nicht abhängig, aber man kann so eine Sucht entwickeln. Das meine ich gerade ernst. Leute, Energies. Wie viele Leute können nicht ohne jeden Tag, das posten die auch auf TikTok, ohne Energies zu trinken. Ohne Koffein. So 3, 4, ja. Oder auch Kaffee. Das ist jetzt auch so eine Sache. Es gibt doch, gefühlt jeder zweite Erwachsene sagt morgens, ich kann nicht ohne den Kaffee, ich habe dann Kopfschmerzen. Das ist auch so eine kleine Sucht, so eine Abhängigkeit, weil warum kannst du nicht ohne einen Kaffee in den Tag starten? Dann auch Zigaretten, Handy. Junge, Handysucht, wir sind alle süchtig. Ich vorne genauso. Und so. Sowieso. Ich kann auch nicht ohne mein Handy. Ja. Auch mit dem ganzen Fastfood, Zucker und was weiß ich. Deswegen müsst ihr aufpassen, was ihr zu euch nehmt. Und dann, wenn das so Sachen sind, die ihr im Alltag habt, wie man Energy trinkt, man Kaffee morgens trinkt, und dann entwickelt sich das mit der Zeit, gell? Ja. Da müsst ihr schon aufpassen. Dann will ich gar nicht davon anfangen, dass ihr mit solchen Dingern, dass ihr das nur probiert. Ja. Also niemals nur aus Spaß oder aus Interesse. Mal, ich ziehe jetzt einmal oder so. Lass es komplett. Viele nehmen mir halt auch Drogen, weil die Probleme haben, Schmerzen haben innerlich, gell? Und die denken, damit werden die Schmerzen los oder ihre Probleme los oder was auch immer. Leute, wenn ihr wirklich in einem Rausch seid, dann spürt euer Körper das vielleicht nicht für eine Stunde, für zwei Stunden. Erstens, dieser Rausch stimmt immer weiter ab. Das heißt, ihr müsst immer mehr Drogen nehmen, um diesen gleichen Rausch zu erzielen, den ihr niemals, da werdet ihr eh niemals rankommen wie beim ersten Mal. Und ihr müsst immer mehr nehmen, immer mehr. Das heißt, euer Körper wird auch immer mehr kaputt gehen. Und im Endeffekt, euer Problem ist immer noch da. Ihr entwickelt nur eine Sucht dazu und ihr fällt nur tiefer in ein Loch. Und wenn ihr dann so weit seid, wenn ihr so viele Drogen miteinander gemischt habt oder so tief da reingefallen seid, dass ihr in eine Entzugsklinik gehen müsst, Leute, dann müsst ihr euch echt fragen, fuck, was habe ich gemacht? Wisst ihr, ihr habt nur diesen einen Körper und wenn ihr wirklich lange leben wollt, dann müsst ihr den versuchen, so gut wie möglich zu pflegen. Und deswegen nochmal, wenn du schon abhängig bist, ne, das kann passieren, jeder hat seine Gründe, man weiß nie, was der Mensch da erlebt hat. Es gibt auch Leute, die hatten einen Unfall, mussten Schmerzmittel nehmen. Tilidin zum Beispiel. Ne? So ein hartes Schmerzmittel, damit die das nicht mehr spüren und dann sind die abhängig davon geworden. Ja. Das gibt's auch. Deswegen, man darf nicht ihr wisst, man Vorurteile. Darf, genau, noch nie so schnell, Vorurteile. Aber wichtig ist einfach, wenn ihr merkt, ey, ich glaube, ich bin in einer Sucht angelangt, gell, auch wenn es eine kleinere Sucht ist, Zigaretten, Koffein, was Tutti schon aufgezählt hat, einfach Hilfe suchen. Eine Entzugsklinik ist nichts Schlimmes. Wenn ihr euch da selbst damit raushilft, dann ist doch alles gut. Dann ist doch alles fein. Ja. Ihr müsst euch nur selbst widerspiegeln können. Gekackt ist. Und das ist nicht cool. Es tut mir maximal gerade im Herzen weh, diesen Jungen da zu sehen. Es tut mir sehr im Herzen weh, wenn ich diesen Jungen gerade sehe. Der da am Abkacken ist. Selbst wenn es geschauspielert ist, tut mir das weh, dass er sogar so abgestürzt ist, dass er das faken muss. Ich wünsche dir das Beste, Volkan, wenn du dieses Video siehst. Und wenn du wirklich Hilfe brauchst, melde dich bei mir. Ich bin da für dich. Scheiß mal auf jeden, der dich in diesem Leben hat mit sonst was. Ich bin da für dich. Versprochen. Das war's mit dem Video, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt die Message hinter diesem Video gecheckt. Lasst die Volkan so. Ich bin auch für dich und dein Content da. Das war jetzt eigentlich mal was Krasses. Also wir gehen mal stark davon aus, dass es alles gefaked ist von ihm. Ja. Weil Horner ja schon gesagt hat, sie hat diese TikToks gesehen, wo das aufgeklärt wurde. Ihr könnt ja mal auf TikTok danach suchen, so Volkan, Obdachlosenheim oder so. Dann kommt es bestimmt und das ist schon sehr hardcore. Naja, also ihr müsst selbst gucken, was ihr da im Internet unterstützt. Ich kann es immer wieder nur sagen. Ansonsten liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns morgen ganz entspannt um 20 Uhr und wir gehen jetzt schlafen. Tschüss.